Hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Tag hier in Mordheim wünsche ich euch. Unsere Hexenjäger haben die zweite Mission bestanden und sind jetzt kurz davor, auf ihre dritte Mission zu gehen. Wir haben 63, ich sag jetzt mal, Kilo Moorstein. Für die Lieferung brauchen wir 75. Wir hatten aber für uns beschlossen, dass wir gerne Rufstufe 1 hätten, also um die 100 rum agieren möchten. Und gucken jetzt mal, was wir für Optionen haben hier an Missionen. Das wäre ein brutaler Spaziergang im Nebel, eine brutale Vision des Schreckens und normales Geplünder. So, wir gucken gerade, ob wir Verletzte haben. Haben wir eigentlich nicht. Aber wir haben auch noch nicht hier unseren zusätzlichen Mann gekauft. Und wir nehmen jetzt so einen Flagellanten Rang 1, denn wir müssen Geld sparen. So, jetzt ist die Frage, ob die Missionen jetzt leichter geworden sind. Sind immer noch brutal, brutal und normal. Deswegen nehmen wir jetzt die normale Kopfgeldjagd. Und klicken auf Mission starten. So, Jekyll von Falkenberg. Das heißt, wir haben kämpfen wir entweder gegen Reikländer oder machen ein Mirror-Match. And deploys its own patrols in the area. Und entweder Reikländer oder auch Hexenjäger. Bin mir jetzt nicht sicher, weil Sigmar ist ja irgendwie so der Gott für alle. A new round has started. Und Tote und Chaos. So, wir gucken uns die Map einmal ganz kurz an. Da sehen wir auch schon unser Target. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur gucken, dass alle auf den drauf gehen. So, hier machen wir kurz noch Leuchtbojen hin. An die beiden Orte, denn da sind jeweils mehrere Moorsteine. So, jetzt gucken wir trotzdem noch mal ganz kurz, wer ist er hier? Genau, wir müssen uns rumdrehen. Und entweder da hinten raus und springen, oder wir gehen doch hier raus und versuchen anderweitig runterzukommen. Über die große Treppe da hinten. Das würde aber unser fast komplettes Movement kosten. Ja, ist uns das ein paar Punkte Schaden wert? Wir gucken einmal kurz generell. Wir wollen ja sowieso da hinten rüber, wegen der Massen an Moorsteinen, die da angeblich sind. Das wäre genau da unten. Oh, hier sehen wir allerdings auch schon zwei Gegner. Entschuldigt. Das könnte unangenehm werden. Dann halten wir uns doch lieber ein bisschen zurück noch. Parken wir lieber hier um die Ecke. Gehen in die Überfallhaltung. So, da wäre unser Chef dran. Der müsste hier eigentlich nur irgendwie rauskommen. Rechter Hand. Oder geradeaus. Ist aber auch mit Gehüpfe verbunden, aber jetzt haben wir hier keine Wahl. Den kleinen Hüpfer müssen wir wagen. So, da unten sehen wir schon einen. Der trägt auch einen Bogen. Das ist aber nicht der, den wir meinen. Der müsste da hinten. Ah, den sehen wir da drüben. Tja, ich glaube, da gehe ich hier einfach in eine Beobachtungshaltung. Denn die werden sich ja wohl nähern. Er steht auch ungefähr dort. Dann gehen wir mal raus und gucken, ob wir hier den Moorstein mal an uns nehmen.
kleines Fragmentchen. Machen wir hier mal eine Wahrnehmungsprobe. Okay. Da unten ist eine Falle oder ist das Moorstein? Das ist eine Falle. Hier vor uns ist, da rechts ist eine. Dann gehen wir hier mal in Überfallhaltung, falls sie da die Treppe hochgerannt kommen. Wäre natürlich ein Träumchen, wenn sie es tun, weil dann rennen sie sowohl in mein Feuer als auch in mich rein. So, hier soll jetzt irgendwo Beute sein. Ich sehe aber nichts, was mich zu der Annahme führt, dass wir hier eine Etage runter müssen. Das ist direkt rechts von uns. Da draußen? Ne, das ist unser Wagen. Hier geht's noch tiefer. Wow. Katakomben des Schreckens. Aber auch hier ist nichts. Das ist strange. Ging's da oben noch irgendwie weiter nach hoch? Hm. Oh, super. Blind, wie wir sind, war es direkt an unserem Spawnpunkt. So, 7 Goldkronen. Nicht alles auf einmal ausgeben. So, wie das aussieht, müssen wir da raus und auch springen. Wenn wir irgendwo von Belang hin wollen. Ja, für den Moment springen wir aber, glaube ich, noch nicht. Gegner dran. Die Gegner sind verflucht langsam. Das ist aber sehr gefährlich auch. Denn wenn wir sie nicht rabiat umnieten, haben die 5 hintereinander weg, wo sie dran sind. So, auch da ist hinter uns die Musik. So, wir wissen von unserem Scan von eben, dass das da eine Falle ist. Also dieses Holzbrett da drüben. Stellen wir uns mal hier hin und gehen in Überfallhaltung. So, und du bist JWD irgendwo am Rand. Theoretisch neben jeder Menge Schätze. So, hier unten ist jetzt direkt neben unserem Spawnpunkt. Gucken wir mal als erstes. Ist ausnahmsweise nichts. Da draußen liegt Moorstein rum. Den haben wir schon gesichtet. Da ist auch nichts. Das ist echt ein Kreuz. Jetzt ist das Ding wieder komplett auf dem Dach, ja? Und wenn wir uns an die Missionsbeschreibung erinnern, waren die Ausmaße gering und gering. Also ich renne mir jetzt hier ein Schänzchen und dann ist da irgendwie eine weiße Stoffrüstung drin. Ich glaube, das sehe ich nicht ein. Nehmen wir lieber ein paar kleine Moorsteinchen. Rechts um die Ecke soll noch einer sein, da vorne. So, da drin war theoretisch auch einer, den haben wir übersehen. Rennen wir jetzt einfach mal rückwärts zu unserem Wagen, um die 2 Steinchen loszuwerden. Denn mit 3 Inventarplätzen sammeln wir nicht mehr allzu viel, jetzt wo wir 2 Steinchen haben. So, Waffen wechseln. Da kommt er mit einer Zweihandwaffe angetuckert. Kassiert sich jetzt gleich? Nee, doch nicht. Dann geht hoffentlich doch der Chef direkt in die Falle.
Wäre nämlich cool, dann hätten wir nämlich die drei Bonuspunkte schon so gut wie sicher. Da ist er. Kassiert sich 19 Schaden. Kassiert nochmal 7, weil er ein bisschen ungeschickt ist. Und kassiert nochmal 24, weil er in uns reinrennt. Okay, das lief soweit ganz gut. Die 50 waren jetzt ein bisschen schmerzhaft. Und nochmal 40. Das heißt, unser Offizier ist schon so gut wie down. Aber wir sollten jetzt gleich die Möglichkeit haben, ihn da ganz gut an die Kandare zu nehmen. A new round has started. So, ich würde jetzt ganz kurz mal gucken. Der ist eigentlich weit genug runtergekommen. Gehen wir hierhin zurück. Holen uns unsere beiden Punkte zurück und geben mal auf Verzögern. Das heißt, wir verschieben uns um 3 Plätze. Zielposition ist blockiert. Hier auch. Was ist das denn? Ne, hier kann ich. So, einmal hüpfen. Ja, wir sind auch nicht viel geschickter als der andere. Das muss am Hut liegen. Dann wechseln wir einmal die Waffen. Ihr könnt mir, by the way, auch sagen, ob ihr irgendwie ein farbliches Motto haben wollt. Momentan sind wir ziemlich rot. So, einmal 22. Jeckel von Falkenberg. Und einmal daneben. Das ist nicht gut. So, 50% ausweichen. So, nochmal 20. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und auch daneben. Wäre ja auch albern, wenn wir mehr als 50% Trefferquote hätten bei 80% Trefferchance. So, jetzt kann er hier noch einen rocken. Nee, er nicht. Hoppeln wir mal runter. So, gehen hier in Überfallhaltung. Deckt er uns hinten ab ein wenig. So, hier müssen wir nochmal verzögern, weil natürlich ausgerechnet der, den wir vorlassen wollten, nicht dran kam. Welcher du wärest. So, und da gibt es einen auf die 12. Und eine Ausweichhaltung. Ja, schade. Plan nicht funktioniert. Wir haben ihn nicht umgehauen. Wir hätten von den 4 Schlägen mit 80% wenigstens 3 treffen müssen statt 2. Ja, du wolltest zum Wagen rennen. Ja, du wolltest auch die Falle auslösen, hast du gesagt. Mal die 2 Steine da rein. Dann rennst du mal hier rüber. In Überfallhaltung. So, und jetzt die Frage, ob wir den Plan überhaupt noch machen, darunter zu springen, weil eigentlich sind wir damit 4 gegen 1. Können die eigentlich gucken, dass sie sich hier gegebenenfalls gegen den anderen Kollegen da behaupten. Immer eine Ausweichhaltung. Beide in Überfallhaltung zu packen bringt eh nichts, wenn nur ein Gegner kommt, weil nur einer von den beiden wird anstürmen und der andere halt eh nicht.
Jetzt ist gleich halt noch spannend, ob er seine seine Panikprobe besteht. Okay. Alles richtig gemacht. Also gut. Das daneben hauen natürlich nicht. Das mächtig aufs Maul kriegen auch nicht. Aber den Typ haben wir jetzt zumindest mal nicht am Sack. Er hat seine Nerven gehalten. Und natürlich, er haut uns mit einem Schlag um. Der nimmt seine Chancen auf jeden Fall ernst. Und jetzt sieht es gar nicht mal mehr so gut für uns aus, denn moralmäßig sind wir schon im Keller. A new round has started. Dann gehen wir doch wieder zurück zu Plan A. Hier runter. Dann nimmst du den Platz des Umgehauenen ein. Zeigst den Helden mal, wie man es macht. Zug beenden. Ich habe jetzt nicht auf Plündern geklickt, weil das hätte nur unseren eigenen geplündert. Den kriegen wir nämlich nur hier drüben. Eine Armbrustpistole und Zweihandammer. Das nehmen wir mal mit und das Abzeichen. Objective completed. So, damit haben wir die drei Bonuspunkte. Wenn wir das Spiel denn jetzt noch für uns entscheiden, zumindest. So, du gehst mal hier hin. Und der war dafür umso besser. Nicht nur getroffen, sondern auch noch gekrittet. Damit kniet er vor uns. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, wo denn hier noch Steinchen sind. Tatsächlich nur da hinten, wo alle anderen auch sind. Und da, wo wir den Mark gesetzt haben. Na gut, aber hilft ja nichts. Ich werde jetzt nicht freiwillig das Spiel verlieren, nur um ein paar Steinchen mehr rauszuzocken. Mhm. Die Jungs binden uns ja jetzt hier schon ganz gut. Den haben wir raus. Leider haben wir nicht mehr genug Bewegung, um noch in die Ausweichhaltung zu kommen. Deswegen versuchen wir es jetzt auch gar nicht, sondern gehen hier mal ein bisschen weiter weg. Hier hin. Oh, Sturmangriff. Wo denn? Da hinten. Ja, so kommen wir aber nicht zu den Sachen. Müssen wir hier um die Ecke lotsen, dann kann vielleicht jemand anders dran vorbei. Oder aber er hat uns nicht gesehen. Okay, er kommt zu uns. Ist aber ein anderer. Der rennt da hinten weiter. Und geht genau auf den Stein. A new round has started. Jetzt müssen wir kurz gucken. Wenn wir da drüber gehen, kämen wir theoretisch irgendwann hier hin. Und du bist jetzt vom Damage her auch nicht der, den wir unbedingt brauchen, um das Spiel hier in die trockenen Tücher zu bringen. So, hier und dann rechts hoch. Da.
Kommen jetzt nicht ganz dran, aber wir können zumindest schon mal ein bisschen was sehen. So, hier können wir ein bisschen draufhauen. Und ausweichen. Geben wir noch einen auf die Glocke. Und alle guten Dinge sind drei. Okay, 9 Moral. Das heißt, sie müssten jetzt schon testen. Nehmen wir den Hammer mal noch mit. Sonst gehen wir mal da hinten um die Ecke. Oh, betäubt. Sehr schön. Bringt natürlich nichts, weil wir nur einen Schlag haben. Können also kein Kapital draus schlagen. Und ausweichen. Und da haben wir die Mission gewonnen. Sehr schön. Relentless and remorseless. These are the virtues of a witch hunter. Never rest in your pursuit of the damned. Offer no respite to the heretic. So, dann schauen wir mal, ob wir uns eine bleibende Verletzung eingefangen haben. Das lief auf jeden Fall nicht schlecht. Er ist bester Krieger. Und wir haben einiges an Punkten. Oh, wir haben gar nicht gesteigert gehabt. Gehirnerschütterung. Ja, das ist jetzt immer die Frage. Bei sowas überlegt man sich natürlich am Anfang des Spiels, ob man den dann noch mit durchschleift. Ne? Weil ein Strategiepunkt heißt ein blauer Punkt weniger. Das heißt, er ist einfach sehr, sehr viel langsamer. Er bewegt sich jetzt 6 Meter weniger. Ich glaube, wir können es uns jetzt noch nicht erlauben, ihn auszutauschen. Aber das ist natürlich kein guter Start in die Geschichte hier. Für den guten Erik. Aber gut, er sieht ja auch ein bisschen aus, als hätte er einen vors Horn gekriegt. So, sehr schön. Auch sehr schön. Ja, also wie gesagt, 6 Punkte bekommen sie ja alle. Das ist am Anfang unfassbar wichtig. Wir hatten jetzt 3-mal das Glück, dass wir es geschafft haben. Und unser neuer Dieter Böhler hat direkt mal 2 Leute ausgeschaltet, um so ein bisschen aufzuholen. New warriors are available for hire. Na, jetzt können wir neuen Helden dazu. Is getting stronger. 3 zusätzliche Gegenstände in den Kriegswagen packen und der Götterbildbonus erhöht sich. So, wir haben eine leichte Rüstung in Blau bekommen und einen Sigmaritenhammer in Blau. Ich glaube, den können wir nicht tragen, der ist für die Tussis, aber wir gucken einfach mal. So, wir zahlen die Behandlung für 12 und 28 an Miete. So, er wird nicht mitspielen jetzt erstmal. Das heißt, wir klicken entweder 4 Tage weiter oder wir kaufen uns direkt noch mehr Ersatz als eh schon nötig, notwendig, wie auch immer. So, gehen wir mal hier rüber. Die kostet uns 0. Das nehmen wir natürlich an. So, hier haben wir jetzt Ersatzplätze. Da würde ich natürlich jetzt, da sie eh 0 kostet, würde ich mir noch eine zweite von ihr holen. Dann haben wir nämlich jetzt zumindest mal schon grob unsere Reihen wieder aufgefüllt. Wir können ja gucken, was generell sonst noch da wäre. Also an normalen Leuten haben wir hier die Flagellanten und die da. An Offizieren haben wir diese. Und welche? Hm, interessant. Das ist ein neuer Chef und du bist... Den kennen wir auch noch nicht. Hexenjäger.
Noch ein zusätzlicher Fernkämpfer. Ich glaube, davon möchte ich auch einen haben. Wobei wir uns den nicht jetzt kaufen, denn wir nehmen, oder? Nehmen wir jetzt schon mit. Doch, wir nehmen ihn schon mit. Zack. So, das heißt, wir haben jetzt hier vier Offiziere und vier Fußvolk. Das heißt, wahrscheinlich werden die beiden Slots noch an Fußvolk gehen. Aber interessant ist ja, dass ihr alles mal seht, was es so gibt. Also Schmuggler, Hexenjäger, Tempelritter haben wir. Unser Tempelritter hat schon eine Gehirnerschütterung. Den werden wir also jetzt gleich erstmal hier für die nächste Mission austauschen gegen den Hexenjäger. Dann gucken wir uns die noch ganz kurz an, denn wir müssen ja auch noch leveln. So, Stärke haben wir 6, Fähigkeit haben wir 5, Gewandtheit haben wir 6. Ich glaube, aktuell würde mir jetzt erstmal ein bisschen Zähigkeit ganz gut stehen. Einfach damit unsere Hitpoints sich noch ein bisschen weiter erhöhen. Hier würde ich sagen, machen wir Aufmerksamkeit haben wir aktuell 60. Das ist schon recht viel. Würde ich sagen, machen wir einen Punkt Moral, einen Punkt Intellekt. Und hier unten, die Frage ist, am Anfang des Spiels, wie häufig kommen wir zum Schießen? Meistens immer nur so einmal zu Beginn. Aber egal, wir tun so, als wären wir Fernkämpfer und geben jetzt mal einen Punkt auf ballistische Fähigkeit. Sagen bestätigen. So, unser Gehirnerschütterer wird eher auf Parieren als auf Gewandtheit, aber einen Punkt Gewandtheit nehmen wir, glaube ich, trotzdem mit. Ne, Stärke und Zähigkeit. Mehr Leben und mehr Bums. Dann auch hier Intelligenz. Wie gesagt, ich mache das momentan mit der Intelligenz hauptsächlich darum, um hier die Betäubungswiderstände hochzukriegen. Denn ihr habt ja gesehen, wenn der Gegner in die Knie sackt, dann ist halt einfach jeder Schlag ein Treffer, egal wie gut das Kampfgeschick auch ist bei ihm. So, Kampfgeschick packen wir auf 10, damit es sich lohnt. So, unser Flaggeland. Eine Gewandtheit, eine Stärke. Hier unten, auch da. Obwohl, ja, auch da ein bisschen Intellekt und Kampfgeschick. Der gute alte Fritz nimmt auch erstmal Stärke, denn wir wollen den vierten Item-Slot haben. Dieses nur drei Items einsammeln können, ist extrem störend. So, er braucht ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Moral und Kampfgeschick. So, unser Speerheinz hat ja schon eine recht hohe Initiative. Wir müssen nur überlegen, ob wir ihm den Speer dauerhaft lassen oder ob wir irgendwann aufhören mit dem Gespeere. Gehen wir mal auf die anderen Werte und hier auch erstmal ein bisschen auf Stärke. Solange bis wir vier Sachen tragen können. So, damit haben wir jetzt bis auf ihn alle verbessert. Er kriegt auch Intellekt und bei ihm gehen wir mal ein bisschen auf Gewandtheit jetzt hier. Ausweichen 30% immerhin. So, hier gucken wir uns das Inventar mal kurz an. Die kommen standardmäßig mit zwei Einhandwaffen auf die Welt und haben dann die Pistole hinten dran. Leichte Rüstung. Sie ist komplett anders ausgerüstet. Sie hat irgendeine Langbüchse. Und dann aber auch zwei Nahkampfwaffen. Interessant. Ja, sie zwei Knarren hat. 24 bis 32. Und das Ding hat 29 bis 31. Also etwas anders einfach. Die Reichweite ist höher. Sehr viel höher. Okay. Drei Strategiepunkte zum Nachladen ist allerdings auch recht heftig. Das macht man nicht allzu häufig in einer Runde. So, und er hier hat normale Pistolen. Und hier einfach nur ein Schwert. Dann würden wir ihm da noch einen Hammer mit reinpacken.
Und die Frage ist, ob wir den Schild da lassen. 10 Parierchance. Wir parieren normalerweise eh nicht. 5% Widerstand gegen Nahkampfangriffe ist natürlich denkbar ganz gut. Aber ich glaube, auch hier nehmen wir einen Hammer erstmal. Und unser Chef bekommt natürlich die leichte Rüstung. Wobei wir dann natürlich ihm auch noch das Ausweichen nehmen, was er hat. Das heißt, wir haben sein Ausweichen und sein Parieren verringert. Aber Rüstungsabsorption von 0 auf 20%. Das heißt, er kriegt 20% weniger Schaden. So, hier könnten wir höchstens überlegen, ob wir einen Zweihandhammer mit dazu packen. Als Option. Falls wir nicht in der Defensive sind. Hier müssen wir einmal gucken. Ne, diesen Sigmaritenhammer können wir tatsächlich überhaupt nicht verwenden. Das heißt, wir gehen einmal raus komplett, gehen in den Laden, sagen verkaufen und knallen das Ding weg. Das ist immerhin 28 Gold, die wir dafür kriegen. Gegenmittel, Giftwiderstand erhöhen, finden wir auch nicht sonderlich sinnvoll. Purpurschatten, Initiative erhöhen, das kann man gegebenenfalls mal machen. Geifernde Klingen sind für Skaven, die können wir auch nicht einsetzen. Sigmaritenhammer haben wir schon geklärt, können wir nicht. So, ich glaube, normale Bögen können wir auch nicht. Und Gegenmittel fanden wir eben schon nicht sinnvoll. So. Das heißt, das wären die Sachen, die wir noch behalten. Ich weiß gar nicht, ob wir zweihand Schwerter können. Oder wollen. Deswegen hauen wir das jetzt einfach auch mal weg. So, den Rest können wir behalten. Den können wir theoretisch einsetzen, außer den Schuriken hier. So, Flegel haben wir noch, einen Einhandflegel. Ist die Frage, ob wir zur besseren, damit wir unsere Jungs besser auseinanderhalten können, ob wir hier einem von denen andere Waffe geben. Aber die sind ein bisschen eingeschränkt, was ihre Bewaffnung angeht. Kurz vergleichen, 30 bis 40, 38 bis 42. Das eine erhöht ihre Initiative, das andere senkt sie um 10. 15% Absorption und 20% kritischer Trefferschaden. Ah, okay. Ne, wir bleiben beim Zweihandflegel. Der macht weniger Schaden, aber er ist nicht langsam. Das ist sehr gut für eine Zweihandwaffe. So, und ich glaube, damit haben wir uns dann auch für diese Runde genug angestrengt. Wir müssen die kategorische Übernachtung noch machen. Und wir haben eine erste Mission vom Großtheogonist erhalten. A new challenge is in sight. Von Ratten und Mutanten. Der abscheuliche Kult der Besessenen treibt sich im Hafenviertel von Mordheim herum. Die Opfer ihrer Angriffe sind jedoch keine Menschen. Nein, die Kultisten sind in die Tunnel der hinterlistigen Skaven eingedrungen. Somit liegen zwei Feinde Sigmas miteinander im Krieg. Und wir können die Gelegenheit nutzen, um ihre Streitkräfte anzugreifen, während sie geschwächt und abgelenkt sind. Außerdem sollten wir klären, warum die Diener des Chaos das Rattenvolk bekriegen. Wer weiß, welche bösen Pläne die Kultisten damit verfolgen. Okay, das zeige ich euch nur schon mal kurz. Das sind halt hier unsere Storyline-Missionen. Wir sehen aktuell, das Ding hat eine Wertung von 700. Das heißt, jetzt nach drei Missionen uns darauf einzulassen, ist wahrscheinlich noch ein bisschen suizidal. Machen wir also nicht. Hier haben wir ein paar Missionen wieder liegen. Eine Kopfgeldjagd und Moorstein. Moorstein ist natürlich lieber, weil wir haben jetzt in der letzten Mission haben wir so gut wie nichts abbekommen. Einfach weil wir so schnell in die Kämpfe einsteigen mussten, dass wir nicht großartig zum Sammeln gekommen sind. Deswegen sind die die Moorstein-Missionen knubbeln sich um den Moorstein, da holt man im Normalfall mehr mit raus. Auf der anderen Seite sind die Missionen halt schwer. Das heißt, sie haben eigentlich eine bessere Belohnung, aber uneigentlich, wie gesagt, bekommen wir die XP auf der anderen Seite leichter. Wahrscheinlich auch wieder mit Bonusziel. Aus diesem Grund
wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Ogrutz.